Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Hazard 4, der Smuggler. Vor einiger Zeit haben wir euch schon von Hazard 4 die Battle Axe vorgestellt, den Waffenkoffer in Gitarrenform. Das ist auch ein Waffenkoffer bzw. eine Waffentasche, allerdings eher in der normalen Form, rechteckige Form. Hier hat man natürlich den Vorteil, man hat eine relativ kurze Waffentasche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade wenn man hier mit einem AR-15 oder einer ähnlichen langen Waffe unterwegs ist, sind die meisten Koffer viel zu lang und dann kriegt man die nicht mehr quer in den Kofferraum rein. Und deswegen bin ich immer auf der Suche nach einer Tasche, die von der Länge her ein bisschen kürzer ist, so dass die Waffe reinpasst, dass sie sicher reinpasst, dass sie abgeschlossen werden kann, also die Tasche abgeschlossen werden kann und natürlich von der Größe her, dass es in den Kofferraum passt. Und genau so eine Tasche ist der Smuggler. Der Smuggler hat 94 cm in der Länge, 42 cm in der Breite und 10 cm in der Tiefe. Wir haben hier ein typisches für Hazard 4 Slingback Design. Das heißt, ihr habt einen breiten Träger, der sich von rechts auf links umstellen lässt. Zusätzlich sind hier nochmal D-Ringe vorgesehen. Das heißt, ihr könntet auch, wenn ihr Rucksackträger optional euch dazu kauft, das Ding wie einen Rucksack tragen. Mit dabei ist es allerdings nicht. Der Rücken ist fett gepolstert. Hier könnt ihr den Strap auch wegpacken. Der lässt sich hier oben reinschieben. Dazu muss man hier den Verschluss trennen. Der hat übrigens wie bei den anderen Hazard 4 Produkten, bei den neueren auch dieses Lock, dass man quasi den gegen versehentliches Öffnen sichern kann. Mache ich auf. Und dann kann ich hier oben den Strap reinschieben. Und den unten mache ich entweder ab oder wickle ihn zusammen, aber da ist unten kein Einschub, um den Gurt da nochmal irgendwo zu versorgen. Eigentlich ist es ja eine Langwaffentasche, der Smuggler. Aber natürlich, wenn ihr auf den Schießstand geht, wollt ihr vielleicht nicht noch unbedingt eine extra Tasche für die Kurzwaffe mitnehmen. Die könnt ihr hier auch versorgen. Da ist allerdings zu anzumerken, wir haben für das Hauptfach, für das Waffenfach eine Möglichkeit, die Reißverschlüsse abzuschließen. Die habt ihr hier nicht. Das ist halt typisch amerikanisches Produkt. Das heißt, das ist eher so zur Selbstverteidigung gedacht, dass man schnell eine versteckte Waffe ziehen kann. Aber hier wäre auf jeden Fall nochmal eine Möglichkeit, könnt ihr auch mit einem Abzugsschloss arbeiten oder so, hier wäre eine Möglichkeit, nochmal eine Kurzwaffe unterzubringen. Ihr seht das hier auch schon, der lässt sich von beiden Seiten öffnen mit einem doppelläufigen Reißverschluss. Und hier ist die Rückwand mit Klett gepolstert. Und da habe ich jetzt auch schon mal hier eine Bluegun reingepackt. Die holen wir einmal raus. Da könntet ihr dann auch nochmal eine Kurzwaffe, also da passen zwei, drei Kurzwaffenmagazine ohne Probleme rein. Da ist wirklich über drei Viertel der Gesamtlänge hier Platz, um nochmal Ausrüstung unterzubringen. Was versucht ihr immer noch unterzubringen in eurer Waffentasche und ist meistens nicht irgendwie möglich, weil kein Platz dafür vorgesehen ist? Scheiben. Genau das passt hier auch wunderbar rein von der Breite. Wenn ihr einen Spiegel habt, den könnt ihr hier wunderbar in diesem Fach ebenfalls unterbringen. Die Front des Smugglers ist mit drei zusätzlichen Taschen ausgestattet. Fangen wir mal ganz unten an. Hier haben wir auch wieder eine Tasche, die mit zwei Reißverschlüssen zu öffnen ist. Die hat kein Schloss, also hier keine Wertgegenstände. Da könnt ihr zum Beispiel euren Gehörschutz reinpacken. Hier unten unterhalb der Flappe habt ihr auch nochmal ein bisschen Stauraum für Kleinkram. Dann habt ihr drei breite Einschübe. Hier würden Knicklichter passen, aber auch Kugelschreiber. Dann nochmal nebendran zwei schmälere Einschübe, die gehen nur für Kugelschreiber. Einen mittelgroßen Einschub, da passt hier so ein Black Lion Gear Map rein. Und natürlich hier nochmal ein schmälerer Einschub, aktuell interessant, die Schutzmaske. Ja, ihr seht es auch schon, hier haben wir noch ein 30-Schuss-Magazin limitiert auf die gesetzeskonforme Menge hinten reingepackt. Das würde hier hinten dran noch passen. Und nebendran nochmal eine kleine Doku-Tasche für Wertgegenstände. Und hinten dran noch eine Tasche mit Zipper. Die eignet sich perfekt für eure WWK, Vereinsbuch, was auch immer ihr da noch an Dokumenten unterbringen wollt. Mittleres Fach. Hier gibt es eine Besonderheit, das ist, denke ich, dann auch für Behörden interessant, die, auf dem Weg in Einsatz sind und erst zum Schluss sich erkenntlich zeigen wollen. Hier haben wir eine Abdeckung drauf. Der Tod jedes Mikrofons.
riesengroße Klettfläche, die mit dieser Abdeckung abgedeckt wurde quasi. Und da könnt ihr dann hier entsprechend ein Patch aufbringen. So. Aber das brauchen wir jetzt nicht, deswegen machen wir das wieder drauf. Diese Tasche hat eine Möglichkeit, den Reißverschluss zu sichern mit einem Schloss. Lässt sich auch über die komplette Breite öffnen. Und dann habt ihr auf der Innenseite ein Klettfeld. Dieser Einsatz hier von TT ist nicht mit dabei, aber ihr seht, der passt perfekt drauf. Da passen dann kurze Magazine rein und Kurzwaffenmagazine, Taschenlampe, was auch immer. Da habt ihr auf jeden Fall nochmal Platz, um solche Gegenstände unterzubringen. Ich würde natürlich hier in dem Fall tatsächlich auch an Munition denken, weil man hier das Fach, wie gesagt, abschließen kann. Ganz oben noch ein kleines Fach, perfekt geeignet für eure Schießbrille. Die passt hier mitsamt Case rein. Gehen wir ins Hauptfach. Hier am Hauptfach haben wir jetzt mal ein einfaches Zahlenschloss angebracht, dass ihr das mal sehen könnt. Kennt man Reißverschlüsse mit einem Loop, damit ich die beiden miteinander verbinden kann. Das Hauptfach lässt sich zu 3/4 öffnen, beziehungsweise eigentlich komplett bis auf den untersten Steg am Boden. Und dann könnt ihr hier die Front einmal komplett wegklappen. Und dann habt ihr hier diese Einlage. Jetzt könnt ihr entweder mit der Einlage nochmal eine zusätzliche Waffe nehmen oder transportieren. Aber was ich da ganz cool finde, die lässt sich auch komplett rausnehmen. Und dann habt ihr nämlich auch eine wunderschöne Unterlage für den Schießstand, wo ihr eure Waffe drauflegen könnt, wenn ihr mal putzen müsst oder sonst irgendwas. Oder einfach für euch zum Drauflegen, wenn die Unterlage dreckig ist. Einfach nochmal ein zusätzliches schönes Accessoire. Ja, dann seht ihr das eigentliche Waffenfach. Hat unten eine Ablauföse. Oben ist hier ein Stoßschutz für den Lauf. Das ist hier so ein Lederpatch. Der lässt sich dann entsprechend da, wo die Waffe sitzt, positionieren, weil die Seitenwände auch natürlich Velurklett sind. Habt ihr jetzt in dem Fall hier oben hin, weil die Waffe relativ weit oben festgemacht ist. Ne? Und dann habt ihr hier jeweils zwei Streifen Gurtband. Ich nehme mal kurz raus, das Baby, damit ich es mal zeigen kann. So, genau dafür ist nämlich jetzt hier diese schöne Unterlage perfekt. Ja, und diese Gurtbänder könnt ihr hier natürlich entsprechend verteilen, anpassen, so wie ihr das braucht für euer Waffensystem. Coole, runde Geschichte. Neben dem Schultertragegurt habt ihr für den Transport natürlich auch noch Haltegriffe, nämlich hinten und vorne, um das ganze Ding dann entsprechend irgendwo aufzulegen. Und dann hier zum eigentlichen Tragen, da ist auch nochmal ein richtig gepolsterter Griff, weil ihr dann länger tragt. Diesen hier nicht gepolstert, das ist einfach nur Gurtband. Aber der ist richtig fett gepolstert, da könnt ihr die dann auch lange in der Hand tragen und die halt einfach zum Reinheben. Da sind wir auch schon bei der Zusammenfassung. Man könnte jetzt sagen, das wäre eine runde Sache, wenn es keine eckige Tasche wäre. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte, gerade auch in Bezug auf den Transport im Fahrzeug. Ja, da habt ihr wirklich von der Länge her eine Tasche, die ihr perfekt quer in den Kofferraum bekommt. Es sei denn, ihr habt irgendwie einen Humvee oder so, dann kriegt ihr auch eure großen Peli-Cases rein, aber das wäre natürlich nochmal genau für alle anderen die perfekte Lösung. 16 Zoll AR-15 sportlich zugelassen, passt hier problemlos rein. Kann man so entsprechend auch nur da empfehlen. Die Hazard 4 Smuggler-Tasche bekommt ihr in Schwarz bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu der Tasche? Schreibt sie in die Kommentare. Schaut mal in unseren Blog rüber, da haben wir nochmal alle Details zusammengefasst, ein paar schöne Bilder nochmal, damit ihr alles nochmal in Ruhe auf euch wirken lassen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen für neue Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.